Ich grüße euch also wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Fantasy Gaming News. Wir beginnen mit Total War Warhammer 3, wo es einen Hotfix gab am 19. September. Der hat auch wieder vieles gefixt, wie zum Beispiel, dass die Bretonen wieder ihre Heraldik bekommen haben. Vlad von Karstein ist nicht mehr verbuggt und macht jetzt wieder mehr Schaden. Und für den Changeling gibt es hier unten sind fünf Fixes aufgelistet. Und hier oben hat er noch eins zusammen mit Oxyotl, also sechs Fixes insgesamt für den Changeling, also die ihn betreffen, sowohl als Spieler als auch nicht als Spieler. Und ja, ich kann dazu nur sagen, weiter so Creative Assembly, das Spiel hat es auf jeden Fall nötig. Dann schauen wir jetzt, also hier sind wir jetzt in der Immortal Empires erweiterten Kampagne, also Immortal Empires Extended Mod sind wir jetzt hier drin. Da gibt es ebenfalls ein großes Update. Und zwar Karte nach Osten um 66 Felder erweitert. Ostküste von Nippon mit fünf neuen Regionen fertiggestellt. Ja, das war ja vorher gar nicht fertig. Und dann Ostküste von Elysis mit einer weiteren neuen Region. Neue Wefwald, also neue Waldregion fertiggestellt. Elysis, das sind unten diese Kolonieninseln unten rechts. Dann neues südliches Steppengebiet oberhalb von Katai, 18 neue Regionen. Dann die Knocheninseln wurden hinzugefügt, südwestlich von Lastria. Dann gibt es Inseln des Affenkönigs zwischen Ind und Kuresh. Und neue Regionen auf der östlichen Hälfte der Tower of the Sun Insel. Jetzt durch eine schicke zerstörte Brücke mit dem indischen Festland verbunden. Dann gibt es noch zwei neue Regionen in Nordbretonia, sechs neue Platzhalterfraktionen, diesmal Flaggen von Edgecool. Also das ist der Mod-Ersteller, der die Flaggen erstellt hat. Bäume in Kuresh und Ind neu angeordnet, um die Unwegsamkeit zu entsprechen. Sartoriels Wächter sind jetzt spielbar. Ja, ihr wisst, denke ich, noch, wer Sartoriel ist. Das war bei Total War Warhammer 2, der Herrscher des Wandels, der immer ganz hinten spawnt bei den Chaoskriegern, der immer als letztes ging, komischerweise. Und wenn man Miao Ying spielt, dann ist Sartoriel, also das sind Sartoriels Wächter. Ebenfalls in Katai als Startgegner. Dann steht hier noch einige neue benutzerdefinierte Fraktionen hinzugefügt, die einen weiteren Mod erfordern. Das ist dann wahrscheinlich etwas für die Zukunft, ja, denn ich denke, oder ich, nee, ich weiß, dass Modder bereits an Fraktionen wie Ind und Nippon arbeiten. Gut, ja, und dann danach gab es noch einige Fixes. Und das ist die Mod, wo ich jetzt hier drin war. Wir kommen weiter zu Mod-Updates. Und zwar Albion hat nämlich auch ein Update bekommen. Genau, Kren und Rahm wurden Morinion als rekrutierbare Einheit hinzugefügt und können mit Hilfe von Fähigkeiten beschworen werden mit freundlicher Genehmigung von Calm and Normal Time. Und dann danach gab es noch ein Update. Neues Wahrzeichen Ravens Nest bei der Siedlung Ravens Queen. Die Rabenkönigin beginnt mit einer Einheit Raben und verliert eine kriegerische Einheit. Wiegsteine geben einen diplomatischen Bonus bei Albion-Fraktionen. Das Glaubensometer der Rabenkönigin verleiht Albion einen größeren diplomatischen Bonus. Es wurde ein Dummy-Effekt hinzugefügt, der Ihnen sagt, welche Qualität der Verstärkungen Sie auf jeder Ebene des Glaubensometer der Rahmenkönigung erwarten können. Also dabei geht es um die Mechanik. Die Charakterfähigkeit Rabenmutter der Rahmenkönigin verleiht Kren, Raben und Wildengreifen außerdem plus 5 Nahkampfangriff und Führung. Fehler behoben, bei dem Rahmen und Kren nicht rekrutiert werden konnten und Infanterie verwendet jetzt gegen gegnerische menschliche Stimmen, die Sartosa-Menschen in Klammern. Anstelle von Bretonia-Kavallerie verwendet eine gegnerische berittene Waldelfenstimme, also die nicht mehr nach Atalore klingt hier in Klammern.
anstelle von Bretonia. Jungfrauen und Garde verwendet weibliche Waldelfen, Stimmen wie die Jägerin anstelle von Dunkelelfen. Gut, wir machen weiter mit Mod-Updates. Und zwar Champions of the Undead. Die Mod ist auch released worden am 18. August. Und aktualisiert jetzt heute? Nee, gestern am 23. Aber da sind im Moment sehr viele Updates, sodass da fast jeden Tag was kommt. Also es sind alles natürlich kleine Fixes. Und ja, habe ich eine Reaktion auf meinen Kanal zugemacht und der Great Book of Quatches hat das ebenfalls gemacht. Dort könnt ihr auch gerne mal reinschauen oder bei mir auf meine Reaktion. Aber ich habe da wirklich nur eine Reaktion gemacht zur Mod-Beschreibung. Kein Let's Show. So, wir machen weiter mit Mod-Updates. Mein Gott, so viele Mod-Updates. Und zwar bei den Grollbringern. Hier heißt es Grollbringer Wartung. Crash to Desktop wurde behoben. Also da gab es einen Bug, der zum Spielabsturz führte. Der ist jetzt gefixt worden. Dann jetzt gibt Drüchers Siedlung keine Heilung mehr. Und jetzt wird das lokale Auftragsereignis Slayer Hinterhalt in den ersten 20 Runden nicht ausgelöst. Was anscheinend ziemlich unfair war. Und die Buchgröße der Y-Achse wurde etwas vergrößert. Und dann kurz danach, auf vielfachen Wunsch wurde, die Schaltfläche als Heilen, alles Heilen hinzugefügt, wenn es Fehler gibt. Benachrichtigen Sie mich bitte. Ja, es gibt bei der Mod so eine Buttons, die die Regimenter wieder auffüllen, und da wurde eben dann halt der Wunsch geäußert, dass man da nochmal so einen extra Button hinzufügt für alle Heilen, ja, damit das einfach ein bisschen komfortabler ist. Dann, wie vom dunklen Oben vorhergesagt, wurde das Reittier für Zwergenbotschafter und Matthias hinzugefügt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass in der Grollbringer-Version das Pferd die Kutsche führt. Vielen Dank an Green Phoenix, dass wir die Schildträger-Animation verwenden durften. Also der Zwerg, der hat Schildträger als Reittierfunktion. Aber es gibt ja in Warhammer keine richtigen Reittiere. Ja. Keine Reittiere für die Zwerge. Das gibt es nur in Herr der Ringe oder in anderen Franchises. Aber nicht in Warhammer. Und das mit der Kutsche, das ist hier offensichtlich für Matthias hinzugefügt. Da das Problem mit der Unsichtbarkeit von Changeling geklärt ist, kann Changeling nun auch als Ziel legendärer Lord für die langen Verträge sein. Reparatur des Todbringer-Offiziershelms und neue Einheitenkarte und neue Animationen für Matthias zu Fuß wurden hier hinzugefügt. So, dann kommen wir zur Grünhäute-Mod Special. Also ihr seht, es gibt wirklich sehr viele Mod-Updates diese Woche, und zwar wurde Sprockdarkus hinzugefügt. Ja, den kennt ihr vielleicht sicherlich noch aus der Vortex-Kampagne oder aus der Chaos-Zwergen-Kampagne, wo er in einer Questschlacht auftaucht. Das scheint irgendwie so ein ganz besonderer Liebling zu sein hier von einigen Modern und von Creative Assembly. Ist halt so ein Insider-Ding, ja, so ein Insider-Grünhäute-Ding. Ja, mit ihm wurde auch seine spielbare Fraktion hinzugefügt. Und es gibt jetzt Goblin-Sklaven und Ork-Sklaven. Die haben wahrscheinlich was mit Sportacus selber zu tun, weil Sportacus ist ein Grünhäute-Boss, also ein Warg-Boss, der oben bei den Dunkelelfen in Gefangenschaft geraten ist. Und er bricht dann halt irgendwann aus, ja, er schafft es zu entkommen, und dann bildet sich seine Fraktion mit den ganzen Grünhäute, die er dann befreit aus den Gefängnissen, und so steht dann halt diese Fraktion in Nagaroth, und ihr müsst dann eben halt, ja, von da an habt ihr dann die Sandbox-Kampagne für euch, ja, was ihr dann mit Sportacus macht.
Ich weiß aber nicht, ob der jetzt hier auch wieder in Nagaros spawnt. Aber reinschauen lohnt sich auf jeden Fall bei Respecial. So, dann gibt es ein Rework für die Bretonen in SFO3. Der wurde hier angekündigt. Der wird demnächst erscheinen. Und jetzt kommen wir zu Realms of Ruin. Dort gibt es einen Faction-Fokus zu den Nighthounds. Da gab es dann auch ein längeres Video zu. Das Game erscheint übrigens am 17. November. Dann offiziell Leather Season 2 ist ja gestartet. Bei Blood Bowl 3. Dort gibt es übrigens auch einige Änderungen. Es gibt jetzt zum Beispiel auch einen Blutpass, den ihr erwerben könnt, wenn ihr Blut haben wollt im Spiel. Es gibt zwei neue Fraktionen. Dazu komme ich gleich. Es gibt jetzt auch einen Zuschauermodus. Es gibt einen neuen Starspieler. Gobbler Grimli schließt sich der Starspielerreihe an, zusammen mit Enki Penki, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, und Glottled Stop, die für das Offline-Spiel verfügbar sind, und neue Teams, die Echsenmenschen und die andere Fraktion, die werde ich jetzt gleich zeigen, die wurden hinzugefügt. Und zwar ist das eine Mix-Fraktion aus Skaven und Goblins und die nennen sich zusammen die Underworld Denizens. Ja, da gibt es dann auch ein Video zu, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Es ist wie immer alles für euch unten verlinkt. Dann kommen wir zu Vermintide 2. Dort wurden die zwei Waffen enthüllt. Hier ist Siennas neue Nekromantenklasse. Diese Nekromantenklasse, die kommt raus mit einem Update am 19. Oktober. Und sie kann weiterhin alle anderen Waffen ebenfalls noch weiter nutzen als Nekromantin, außer den Flammstab. Den kann sie nicht weiter nutzen. Aber komischerweise das Feuerschwert darf sie weiter nutzen. Ja. So, dann kommen wir zu Lore. Und zwar von Reiche gibt es ein Lore-Video zu Ungrim Eisenfaust. Und der Balduin, der hat auch wieder fleißig Videos gemacht, wie auch viel zu Warhammer. Ja, das Lore-Video mit Balduin zusammen, das ist übrigens so gut wie fertig. Das erscheint jetzt nächste Woche hier auf meinem Kanal. Und damit würde ich sagen, bin ich raus. Ich verabschiede mich. Da lasst gerne ein Abo und ein Like. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.